Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Stalker Online oder auch zu den ganzen anderen Privet-Davarische. Denn tatsächlich gab es in den ersten Folgen zumindest, ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, gab es tatsächlich Leute, die aus Russland tatsächlich meine Folgen geguckt haben und sich natürlich erstmal beäumelt haben, dass überhaupt ein Deutscher jemals dieses Spiel spielt. Ja. Wir haben einen anderen Namen, wie ihr vielleicht oben links ahnen könnt. Ich hieß ja vorher, oder mein Charakter hieß ja vorher Erwin der Furchtlose. Erwin der Furchtlose gab es auch eine gewisse lange Zeit noch. Ihr habt ja die ganzen Folgen mittlerweile gesehen, wie ich da so klar kam oder eher weniger. Und Erwin der Furchtlose ist in eine Anomalie gelaufen und ist gestorben. Also nicht direkt gestorben, aber er ist in eine Anomalie gelaufen, die dann explodierte fröhlich, und er ist verstrahlt gewesen bis an sein Leben lang. Oder bis zum Lebensende, eher gesagt. Denn kaum war ich mit ihm unterwegs, ist er auch schon gestorben. Und dann ist man neu gespawnt, ist wieder rausgegangen und ist wieder gestorben. Ich kam gar nicht mehr klar in dem Hauptbahnhof, ich nenne einfach mal Bahnhof. So, hier sind wieder ein paar Leichen. Ich habe wieder neu von neuem angefangen. Lass mich das einfach so sagen. Das Ganze ist einfach ein Test gewesen. Wie das Spiel so ist, wie es funktioniert. Und ganz ehrlich, ich spiele trotzdem weiter. Das Problem ist halt, was man wirklich nicht vergessen darf, dieses Spiel, kann man einfach nicht alleine spielen. Das ist einfach dooferweise so. Aber es gibt Leute, die spielen es auch alleine. Und ja. Wieso auch nicht? So, jetzt holen wir uns erstmal wieder unsere Makarov wieder. So, warte mal. What happened? Der bleibe anders, Soldier. Truck. I got a weapon. Und ab geht's. Auch hier diese Animation mit der Waffe finde ich ziemlich cool gelungen, wenn wir jetzt hier die Makarov haben. Und dann müssen wir sie natürlich noch. No Weapon, genau, no Weapon. Weil die Weapon müssen wir uns ja erst nochmal ausrüsten. Dann machen wir hier Equip. Dann haben wir sie ganz cool und lässig. Und dann laden wir die entsprechend auch noch nach. Bam. Jetzt geht's hier richtig ab. Warte mal, müssen wir eigentlich nochmal zurückrennen? Ich weiß das gar nicht. Diese Bäume, die sind einfach legendär hier. Nö. Thanks, man. So, M haben wir natürlich die Karte, das will uns gerade mal das Tutorial erzählen. Also das ist tatsächlich, weil ich ja echt die ersten Parts überlegt habe, was ist das denn hier eigentlich? Ist es Open World oder ist es kein Open World? Es ist Open World tatsächlich. Nur ist das sozusagen das Anfangslevel, um sich einfach mal ein bisschen dran zu gewöhnen, wie funktioniert das Spiel eigentlich im Gesamten? Wie wird das Spiel eigentlich weiterführen und so weiter und so fort? Und natürlich brauchen wir auch wieder Holz und so einen Quatsch. Ja, genau, habe ich. Item Edit, also gleich für das Lagerfeuer. Ach, da brauchen wir auch nur ein Holz. Da brauchen wir eigentlich gar nicht so die Welt jetzt machen draus. Oha, das wird wieder gesperrt. Diese Musik. Ja. Wie die anderen Anfangs Folgen. So, das haben wir auch. Hunting, Meat, Fireplace is interesting. Da haben wir gleich noch eine Quest abgeschlossen. Oh. Nothing. So. Nothing. Ach. What happened? I'm sorry, I'm armed, but I help you. Also, mehr ist hier gar nicht. Wir haben ein Minipack gekriegt.
Also hier muss man auch tatsächlich sagen, das haben wir in den mit dem anderen Charakter haben wir das nicht gemacht. Wir haben da einfach geklickt, eigentlich, wie ich das jetzt auch wieder gemacht habe. Und da haben wir ja im Stalker-Bereich sind wir dann ins Minus gekommen. Weil wir müssen uns eigentlich schon die Dialoge uns durchlesen. Ernsthaft? Wie ich den nicht getroffen habe. Miets, miets, miets. Oh. Mein Lebensretter. Mein Lebensretter. Meine Lebensversicherung. Danke, lieber Security-Mann. So. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt die Mission eigentlich fertig? Weapon is load. Red Hazard. Wolf killed 0. Near the South Tunnel. Ach ja, ich muss ja in den anderen Tunnel. Station, bla bla bla. You collect 0. Ach so. Ja. Ich habe schon verstanden. Warte mal, ich muss da hinten hin, ne? You killed the rat. Okay, das bringt's tatsächlich nicht. What? Warte mal, hier ist ja noch dieser Tunnel. Oh. Hui. Das kommt bestimmt wieder falsch an, dieses Hui. Oh, da war's gerade. Stash. Stash. Oh. Ja, search the backpack. Thank you very much. Bashoy, vielen Dank. Ich mache das jetzt länderübergreifend alles. Die Übersetzung so da hinten war ja nichts, haben wir ja schon geguckt. In den ersten Tagen von Stalker Online. Also wirklich, also das, ich finde das Spiel ist gut gelungen. Ach, da war ja noch dieser tote Body hier. Warte mal, wo ist er denn? Die Leiche. Was? 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 Oh! Oh! Was willst du von mir? Hau ab! Ach ja, und diesmal lade ich auch gar nicht hoch, weil in den anderen Folgen da habe ich ja hochgeladen. Und da war eine sehr schlechte. Hau ab, ey. Wo liegt denn jetzt dieser? Ah, da liegt er. Natürlich, wo die verdammten Dinger sind. Backpack. Search the backpack. Thank you very much. Ja, tote Leiche. Okay, mehr ist ja nicht zu finden. Er ist einfach nur tot. Das war bestimmt Mord. Mein Gott, diese dummen Ratten, Alter. Die nehmen mir auf den Sack. Ei, ei. Es ist nicht einfach. Auf Russisch? Nie prosta. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich mach's jetzt einfach mal so, wie ich. Ich glaube, ich habe die Mission. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir müssen, glaube ich, noch dieses Fleisch besorgen, ne? Von diesen fetten Ratten. Aber die gibt's ja halt nicht hier. Mein Gott. Warte mal, habe ich Streichhölzer? Ach nee, brauche ja gar keine Streichhölzer. Ich brauche jetzt erstmal Stuff. Aber wir können trotzdem hier hingehen. Das Geile ist halt, hier sind wir wirklich geschützt und so. Achso, warte mal. I killed the rats. Okay, thanks, I check out. Thanks. So, jetzt können wir die Mission natürlich nochmal machen, wenn wir Bock haben. It's easy for me. Dangerous neighborhood. I killed the rats. Thanks. So, und dann haben wir das auch schon mal geklärt. So, Red Wells, das will der auch haben. So, hier kriegen wir ja unsere Munition und so später.
Aber ganz ehrlich, wir haben genug Proviant, wir dürfen nur nicht rumtrödeln, wie ich das schon einmal rumgetrödelt habe. Die Frage ist, muss ich da jetzt da nochmal hingehen? Oder wie ist das hier? Ich weiß das gerade nicht. Also hier kann ich auch wieder lustig sterben, also, ne? Oh, da habe ich. Okay, da passiert gar nichts, glaube ich. Mein. Hehe. Hab einen Bodyguard. Ja, es markiert on meiner Karte angeblich, aber ganz ehrlich, ich sehe hier nichts markiert on meiner Karte. Aber ich glaube, ich muss da andere Richtung auf jeden Fall gehen. Jetzt zumindest. Und da die Ratten killen. Und wie gesagt, das ist die Uhrzeit. Also jetzt, ich weiß jetzt echt endlich mal Bescheid hier. Mein Gott, diese Mistratten, die sind überall, wie die einfach überall sind. Und die sind auch noch stärker, das ist das Problem daran. Hau ab, ey. Blöde Ratte. Ich mag dich nicht. Boah, die sind überall, diese Mistviecher. Möchte fast schon sagen, Mistviecher. Also ich versuche auch gar nicht großartig zu sterben. Hä? Okay, cool. Hat überhaupt gar nicht geleckt. Oha. Also. Meat. Fresh Meat. Ah, wer fliegt hier denn rum? Eine Mücke. Eine Mücke ist bei mir. Junge. Geht mit ihm. Ich überlege mir, ob ich mich hier vielleicht richtig ausrüste. Weil das Ding ist, hier braucht man echt viel Proviant. Also hinterher. Haha. Also ich versuche auch wirklich nicht diese Anomalien, also das war echt krank, war das. Boah, diese Mücke, ey. Komm in mein Big Feld, du. Dann. Setz es warme Ohren oder so. Mücken. Diese Blutsauger. So, weiter geht's. Weiter geht's im Programm. Was? Was geht mit mir? Treff ihn nicht. Verdammt nochmal. Eigentlich haben wir auch genug Fleisch, aber wir könnten von diesen. Ja, wir könnten jetzt hier rausrennen, rein theoretisch. Es sind auch. Aber, ne? Ja, genau. Eigentlich wollte ich gerade sagen, es sind nicht mehr so viele unterwegs, so viele Stalker wie beim anderen Mal. Wo man da ja wirklich vor allem, wie er die Luft anhält und trotzdem nicht trifft. Was für ein Typ, ey. Aber wir haben auch wirklich viel jetzt gekriegt, viel Proviant. Von der Mission her. Danke. Man kann das auch irgendwie aufsammeln, alles auf einmal. Ich habe aber keine Ahnung, was man für eine Taste drücken muss. Ein Schuss, One-Shot, Headshot. Also da muss ich das immer noch mal ein bisschen ziehen hier mit der Maus. Das ist dann echt ein bisschen blöd. Blöd ist das. So, wir könnten eigentlich mal da hinten hingehen. Weil wir haben ja eh genug. Und dann können wir mit dem Typen reden, oder? Können wir dann schon mit dem Typen reden? Ich weiß es gar nicht. Weil wir haben alles. Wir haben Fleisch. Jetzt brauchen wir nur noch gleich eine Feuerstelle. Oh, hier ist auch eine Schutzzone. Ah, verdammt. Wir müssen dann gleich nochmal hin und her rennen dann. Wir müssen dann später da
Obwohl, wir können auch hier zu dem Haus rennen. Ich glaube, wir brauchen, müssen da eh jetzt hinrennen. Irgendwas war doch, glaube ich, da. Aber wie gesagt, später müssen wir noch mal gucken. Diese ganzen Dialoge uns da durchwursteln. Quack, quack, quack. Inspekt. Hau ab, du blöde Mücke. Sie greift mich an. Belästigung. Eine Armlänge. So. Space to jump. Aha. Hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. So, jetzt muss ich mal eben diese Ratten gucken. Da ist eine. Mein Gott, meine Fresse. Weil die machen auch noch so einen unterschiedlichen Schaden. Das ist das Schlimme. Also, ich wollte ja letztes Mal hier so ein schönes Feuer unter der Brücke machen, durfte ich nicht. Vielleicht darf ich das ja heute. Warte mal, wie ging das? So, so. So, nein. Warte. Die weit. So. Was, ich habe 4 Stück von denen? Egal, ich verbrauche alle jetzt. Craft. Boah, Wahnsinn, oder? Okay, jetzt muss ich sie doch wieder nehmen. Juice. Okay. Das darf ich auch nicht. Muss ich das da wieder da unten machen, wahrscheinlich? Bestimmt immer an den Orten, wo man auch gelootet werden kann. Nee. Also, da oben wird das ja angezeigt. Hier? Ne, da will ich auch nicht. Hier? Auch nicht. Diese Bäume, ne? Hä, wieso? Ja, irgendwie geht das immer nur hier. Weiß auch nicht, was das soll. So. Ah, oh, leck mich doch. Wie beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal, ja. Ist mir egal. Egal. Vielleicht werde ich noch erschossen oder so wahrscheinlich. P. Nee. Escape. Oh Gott, ich bin gleich tot. Using. Mir geht's gar nicht schlecht, mir geht's ganz gut. Aber ich glaube, das haut gar nicht ab, oder? Oder haut das ab? Puh. Ich kann tote Menschen sehen. Warte mal, der wollte das haben, ne? Aber ich nehme schon mal keinen Schaden mehr. Das ist schon mal. Ach, ich bin ja auch in der Safe Zone. Da nimmt man gar keinen Schaden. I have some. You need it. Ende der Dialog. Ja, stimmt, hier stirbt man ja gar nicht hier drinne. You fix me up. Ah, der kann mich ja gar nicht. Tonic. Anti-Radiation. Ah, das ist gegen Strahlung. Und das ist gegen anderen Kram. 50 Rubel. Gucken wir mal. Boah, jetzt habe ich dich. Eine Armlänge. Nee, habe ich doch nicht. Schade. So, was haben wir denn hier? Lead. Ich verkaufe Lead. Confirm. Ja, Mann, wir haben genug Rubel. Also, das war jetzt auch echt ein bisschen peinlich. Rubel. So, jetzt bin ich auch ein bisschen was losgeworden. Gello. Er heißt Gello. Charon is dead. Aber irgendwie habe ich das immer noch, ne? Also mir geht es irgendwie nicht besser. Also nicht wirklich. Verbinden, ja. Okay. Ja, es haut immer noch nicht ab. Das ist ganz schlecht.
What happened to the convoy? Ja, gut, das ist jetzt alles so hier. Ne? Wie komme ich denn jetzt hier raus hier? Achso, ich muss ja einfach hier Escape drücken, genau. Also irgendwie geht es mir nicht besser. Ich habe irgendwas. Keine Ahnung, was ich habe. Ich habe aber irgendwas. Scheiße, was brauche ich denn? Okay. Also ich habe keine Ahnung, wie ich mich helfen kann. Mich selber. Aber ich habe mich irgendwie so stark. Also wenn ich hier wieder rausrenne, dann werde ich auch wieder Schaden nehmen. Weil dann bin ich halt aus der Safe Zone raus. Ja, und da tritt der Schaden auch schon ein. Injured by food. Ah. Hö, ich nehme immer noch Schaden. Warum? I don't understand this. Warte mal, was wollte ich denn? Essen, hier, da. Hä? Ich habe doch schönes Essen gemacht für den. Okay, irgendwas habe ich jetzt hier verscheckt. Der will doch Essen haben eigentlich. Oder ist das verbuggt? Oder ich esse das einfach mal. Vielleicht hilft das ja. Ah, ich glaube nicht. Scheiße. Ja. So, ich habe keine Ahnung, wie ich mich helfen kann. Bom. Bye. Ah, ich kann die Quests alle nochmal machen, wenn ich Bock drauf habe. Das Ding ist, dass ich sterben werde, auf jeden Fall. Warte mal, ich gehe mal hier hinten hin, dann sterbe ich halt jetzt. Also das ist mir scheißegal. Dann bin ich jetzt einmal gestorben wieder aus Unachtsamkeit. Dann soll es so passiert sein. Das ist doch scheiße. Ich werde sterben. Verdammt noch mal, ey. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann auch wieder. Bis dahin, ciao, ciao.